Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental. Wir haben Tag 7 und wir werden uns heute vorbereiten, uns eine Horden-Base suchen, vorübergehend erstmal, noch nicht selber bauen. Und ja, mal schauen, was uns so vor die Füße kommt. Alles so weit weg, soll ich die denn treffen? Ich könnte ja noch diese Stacheldinger hier machen. Also Baumfällen. Ich habe ja hier zufälligerweise direkt einen vor der Nase. Weg damit. Nimmt mir eh nur die Sicht. Können wir weiter oben nachher parken. Juhu! So. Die nieten wir hier auch noch weg. Kann sich keiner daran stoßen. Und wenn nicht für diese Horden, ach, dann halt für die nächste. So, bis die da hinten soweit sind. Das war ja einfach. Ah, das hat doch schon mal ein bisschen cooleren Stuff hier gebracht. Da haben wir das Ding. Ja, ich würde vorschlagen, wir nehmen das. Steine. Hatte ich wohl schon mal zerkloppt. Na, wer ist denn hier? Hallo. Ich habe zu tun, weißt du? Ich muss mich für die Hornnacht vorbereiten. Kann jetzt hier nicht so mit dir rumquatschen. Ja, dann würde ich mal sagen... Auf wie ins Gekloppe. Ich bin eigentlich beschäftigt, weißt du? Jetzt für solche fiese Matenten hier eigentlich weniger Zeit. So, dann Form. Sorry, aber das muss. So viel Zeit muss sein. Wenn einem hier schon mal so ein Tier vor die Füße läuft, muss man das nutzen. Ja, ja, natürlich habe ich Hunger. Jawohl. Und jetzt noch hier ein bisschen. Schon haben wir 8 Uhr. Innen drin muss ich auf jeden Fall auch noch die Leiter wegkloppen. Perfekt. Jetzt kommt der hier noch weg, damit ich da nicht gegenstoße, wenn ich hoch will. So wollte ich das haben. Jetzt kann ich nämlich hier so machen und dann so. Und dann sollte ich eigentlich nach oben kommen. Und dann wartet da bereits ein Zombie auf mich. Hallo? Was ist das denn? So viel dazu. Den habe ich jedes Mal getroffen. Na egal. Oh, holla. Habe ich aber schon. Den hätte ich mal hierfür gebraucht. Ach, meine Treffsicherheit.
Eigentlich dachte ich, wären hier zwei. Waren hier nicht mehr zwei? Na gut. Dann halt nur einer. Auch nicht schlimm. Dann kloppen wir die mal hier noch weg, damit die nicht, wenn die hier durch die Wand kommen, von innen nach oben kommen. Weil die Klappe oben kann man nämlich nicht zumachen. Nummer 1 ist weg und die noch erledigt. Tada! Dann hätten wir das auch, aber ich würde mir jetzt gern noch mal eine Ebene hier drinnen bauen. Einfach für den Fall der Fälle, dass hier welche drin sind, kann ich die hier drin noch mal umnieten. Nein, nicht da unten, hier oben. Ja, das sieht doch ganz niedlich aus. Und das gleiche machen wir hier nochmal an der Außenwand. Wenn nur ein Ticken gefährlicher. Ey. Oh. Nicht runterfallen. Nein, nein, nein. Oh Mann, die ärgern mich. Geh da hin. Nein. Hallo. Da unten. Nicht hier oben. Kann ja nicht wahr sein. Ich glaube, das ist eine Ebene zu tief. Es ist... Wenn ich das da aber abmache, habe ich... Ha. So. Bisschen Fingerspitzengefühl und dann wird das auch. So, das gleiche nochmal hier außen. Ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Aber nicht unmöglich. Na. So, da wir ja vorhaben, die eine oder andere Hordennacht hier zu spielen, würde ich diese Dinger hier tatsächlich auch aufwerten. Zumindest die äußeren. Und dann mal gucken, was uns erwartet. Nebenbei levelt ihr nämlich auch gar nicht so gering dabei. Und Holz ist hier echt so, ich sag mal, so eine billige Ressource. Das könnt ihr ohne weiteres euch beschaffen. Ich werde auch gleich nochmal Holz holen. Und dann sollte das soweit eigentlich ganz gut sein. So, für den Fall, dass die unbedingt da sich hier an dem Eckteil aufhalten, mache ich das ausnahmsweise mal hier ein bisschen drumrum, dass ich mich denen dann auch nähern kann. Schauen wir mal, wie es läuft. Das gleiche gilt für die Seite. Werde ich da auch nochmal eine Seite rum machen. Und einmal aufwerten. So, dann fällen wir mal die Bäume. Hat auch den nächsten Grund, dass wir hier ein bisschen mehr freie Sicht haben. Ach, guck mal, die Klappe geht tatsächlich jetzt zu. So, ich wollte noch eine Truhe bauen, wo wir so ein paar Hordenbase-Geschichten hier lagern können. Dann würde ich sagen, fällen wir mal noch den einen oder anderen Baum. Brauche ja noch ein paar sichtfreie
Ecken hier. Wieso bin ich denn schon wieder überladen? Kann doch gar nicht sein. Kann wirklich sein. Na gut. So, der muss hier erstmal weg. Der nimmt mir hier die Sicht. Nein, meine Steine. Wo muss ich jetzt hier echt einen Stein suchen? Da ist einer. Sowas. So, dann nehmen wir uns weiter den Baum vor. Zack. So, dann bauen wir hier mal nachher ein. So, hier so. Hier stehen auch viel zu viele rum. Da so. Und den nehmen wir mal mit auseinander. Wow, gleich. So viele Samen hier. Brauche ich gar nicht. Bäume gibt es ja nun wirklich genug. So, dann bauen wir mal noch ein paar Woodframes. Stellen wir erstmal den Ausgangszustand wieder her. Wie viel können wir denn? 50 bauen wir mal. Und ein paar Stacheldinger. Elf? Das ist ja süß. Also weiter Bäume fällen. So. Hier kann auch noch was hin. Und das kommt weg. Die können noch wachsen. Hier habe ich jetzt in jedem Fall freie Sicht. Wie viel Holz habe ich dann? 126. Okay, ist jetzt nicht viel, aber ein paar Stacheldinger habe ich auch. Ich kann noch mal gucken. Eigentlich müsste das ja Steine geben. Es gibt halt auch mehr Steine wie normale. Also nehmen wir die mal mit. So, und das war's dann im Grunde. Hier werde ich ein paar platzieren, dass die sich hier nicht so wohl fühlen. Boah. Nur nicht selber da reinfallen. Erfahrungsgemäß stehen die immer hier irgendwie rum. Da haben wir Mauer, hier haben wir. Soll's wohl tun. Die nehmen wir noch mit. Die können wir scrappen. Kriegen wir noch ein bisschen Eisen. So, ist doch ganz okay, finde ich. Kann ich noch irgendwas verbessern? Der hat die drin. Genau, ich wollte mir eine neue Steinaxt bauen. So. Oh, passt nicht. Schade. Kann ich hier noch ein paar Steine nehmen? Ist gerade echt ruhig, muss ich sagen. Ach, guck mal, ich kann ja zum Trailer zurück. Den kriege ich ja auch noch ein bisschen Punkte und so. Machen wir das doch mal spontan. Ich meine, im Fahrrad habe ich nichts. Genau. Tür zugemacht habe ich aber nicht.
Ah, guck mal, Stufe 2. Abholen. Listen up, Jackass. Be careful out there. Bin ich ja gar nicht auf dich angewiesen. Guck mal, das schaffen wir doch. Mal so ganz schnell auf dem Sprung. Questen und direkt los. Aber dann werde ich vorher mein Zeug hier mal los, sonst komme ich ja hier gar nicht klar. Hallo. Okay, das darf mir natürlich während der Hordennacht hier nicht passieren, dass ich hier nicht hochkomme. Okay, das Zeug hier muss weg. Geht gar nicht. So. Hä? Was ist das denn für ein Rotz? Ich bin doch vorhin hier auch hochgekommen. Komisch, komisch. Weg mit dem ganzen Plünder hier. So, das Fahrrad nehmen wir mal mit. Nicht, dass es nachher heißt, Quest gestartet und das Fahrrad ist weg. Wo ist denn das Gebäude überhaupt? Doch, das ist es. Waren wir hier schon mal drin? So, alle mal schnell eben wach machen. Brauchen noch ein paar Kills hier. Naja, überschaubar. So, in Anbetracht der Sachlage nehmen wir das mal direkt an und dann geht's zacki zacki los hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also, bis dann, eure Bora.